Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mittlerweile habe ich ja schon viele Videos gemacht zum Thema Minimalismus und minimalistisch leben. Ich dachte mir einfach, dass es mal sinnvoll wäre, die Vorteile des Minimalismus hier euch zu präsentieren. Damit ihr vielleicht meine Videos besser versteht und meinen Lebensstil besser versteht, aber auch um euch etwas zu motivieren und vielleicht, ja, euch dieses Mindset näher zu bringen. Und wie bei jedem Minimalismus-Video möchte ich kurz sagen, was Minimalismus eigentlich ist und was es eigentlich nicht ist, denn Minimalismus ist kein Verzicht, sondern eher eine Bereicherung zum Leben. Minimalismus ist ein bewusstes Leben, das heißt, du fokussierst dich auf deine Prioritäten und auf die Sachen, die wirklich wichtig in deinem Leben sind. Und es geht einfach um die bewusste Auswahl. Das heißt, du hast oder du besitzt nur das, was du wirklich brauchst oder was du gerne hast. Und es geht nicht darum, nur 100 Dinge zu besitzen. Ich sehe unmöglich viele Videos mit dem Titel nur noch 100 Sachen, eine Woche Minimalismus-Experiment. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach um die bewusste Auswahl und darum, dass du besitzt, was du emotional oder so einfach brauchst. Und ich glaube, das meiste steht aber wirklich im Kopf. Das ist eigentlich das Denken, was Minimalismus ist. Das abseits vom Konsumdenken und nicht wirklich dieses, ich habe nur 100 Dinge besitzt. So viel dazu. Aber jetzt kommen wir zu den ganzen Vorteilen. Ich habe mir eine Liste gemacht. Ich glaube, was einfach persönlich richtig cool ist, ist, dass man weniger aufräumen muss. Ich meine, das ist logisch, wenn du weniger hast, dann liegt auch weniger hier rum, dann musst du auch weniger aufräumen. Und das ist ein Vorteil, was wir alle wahrscheinlich sehr gerne haben, außer für Leute, die gerne aufräumen. Ich habe wirklich eine Freundin, die räumt gerne auf. Also vielleicht kennt ihr das, räumt ihr gerne auf, stellt mal gerne ab. Ja, weil ihr müsst weniger putzen, weil weniger rumliegt und ihr habt einfach weniger Zeugs, was ihr irgendwie aufräumen müsst. Was offensichtlich ist, ist, dass man weniger Geld ausgeben muss, beziehungsweise dass man Geld spart, weil ist ja klar, wenn du deinen Fokus auf das Wesentliche lenkst und nur noch das kaufst, was du wirklich brauchst, dann gibst du auch logischerweise weniger Geld aus. Beziehungsweise, ich glaube, man spart auch Geld, da ja viele Minimalisten oder ich glaube sogar eigentlich alle Minimalisten dann eher hochwertige Sachen kaufen, also Sachen, die auch immer etwas teurer sind, aber dafür diese Sachen nicht nachkaufen müssen. Und wenn man halt nur billige Sachen kauft, dann haben die auch eine schlechtere Qualität und müssen dann schneller nachgekauft werden. Außerdem spart man Zeit. Man spart Zeit in vielen Bereichen. Zum einen muss man nicht mehr so oft einkaufen gehen. Man spart Zeit beim Aufräumen, weil man nicht mehr so oft aufräumen muss. Man spart Zeit beim, keine Ahnung, Kleidung überlegen. Das heißt, stehst morgens vor dem Kleiderschrank und denkst du so, was möchte ich anziehen? Das kommt nicht mehr so häufig vor, weil du halt genau weißt, was du hast, da du halt nicht so viel hast. Und deswegen sparst du enorm viel Zeit. Und da knüpft auch schon mein nächster Punkt an. Und zwar ist, du sparst Energie. Dadurch, dass du nicht so viel aufräumen musst, dadurch, dass du nicht so viel überlegen musst und dein präfrontaler Kortex sich erholen kann und du nicht so viele Entscheidungen treffen musst, hast du mehr Kapazität und mehr Energie für die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, da du so, ja, irrelevante Entscheidungen wie was ziehe ich an oder was steht hier rum, nicht mehr treffen musst. Ich glaube, was auch wichtig ist für viele Leute, ist der ökologische Aspekt, also die Umwelt. Ja, also man spart natürlich, oder was heißt spart, aber man produziert natürlich weniger Müll, da du auch weniger hast und deswegen produzierst du auch weniger Müll. Und außerdem schützt du auch Ressourcen, da du halt nicht so viel kaufst. Und dadurch werden, sorry, ich habe Haare im Mund, dadurch werden auch weniger Ressourcen, also Rohstoffe verwendet und es muss für dich nichts mehr Neues produziert werden, da du weniger konsumierst und da die ganze Industrie auf Nachfrage basiert, muss weniger produziert werden durch deinen Nicht-Konsum. Versteht ihr? Und deswegen wird weniger produziert und wenn weniger produziert wird, werden weniger Rohstoffe verwendet und dadurch schützt du die Umwelt enorm. Ziemlich weit vorausgedacht, aber ja, ich denke mir einfach so, wenn ich irgendwann mal ausziehe zu Hause, war es eigentlich, okay, ich bin jetzt nächste Woche 15, okay, es könnte in ein paar Jahren passieren, dass ich hier ausziehe und dann denke ich mir so, ich habe es so leicht, weil ich habe wenig Dinge und alle Dinge, die ich hier drin habe, die müssen mit, weil das Sachen sind, die ich entweder brauche oder emotional brauche und ich habe keine Sachen, die unnötig sind. Das heißt, ich habe wirklich nur relevante Sachen für mich hier und wenn ich zum Beispiel auch auf... Okay, also meine Speicherkarte war gerade voll, deswegen ist die Kamera kurz ausgegangen. Ich hoffe, ich bin jetzt ungefähr auf dem gleichen Stand, wie ich vorher war. Soll ich ein bisschen zurückgehen? So, ich habe gerade über das Reisen gesprochen. Ja, ich wollte sagen, wenn ich auf Reisen gehe, dann habe ich auch weniger mitzunehmen, beziehungsweise dann ist einfach viel komfortabler. Und wenn ich ausziehe, weiß ich auch genau, was ich mitnehmen muss und muss da nicht auch erstmal aussortieren oder unnötige Sachen mit mir rumschleppen. Ja, okay, die nächste Sache ist, ich lerne mich besser kennen, beziehungsweise man lernt sich besser kennen beim Minimalismus, da man, wie ich jetzt schon oft erwähnt habe, wirklich den Fokus auf das Wesentliche legt und du setzt Prioritäten für dich. Du merkst einfach, was brauchst du wirklich in deinem Leben, um glücklich zu sein? Was brauchst du, damit du emotional
zufrieden bist und damit du glücklich bist und damit du ein zufriedenes und erfülltes Leben leben kannst, weil wir sind so viel mehr als Konsum. Material definiert uns nicht. Und ich glaube, mit dem Minimalismus kannst du wirklich herausfinden, wer du bist. Und du fokussierst dich auf dich und nicht auf deinen Besitz. Und du hast auch wirklich den Fokus auf das Wesentliche und du hast keine Reizüberflutung, weil du nur das hast, was du bist. Und das ist eine mega coole Sache und ich finde das schön. Und warum mäht jetzt hier irgendjemand Rasen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch minimalistisch lebt, beziehungsweise ob euch das Video so überzeugt habt und welchen Lebensstil ihr so bevorzugt und welchen Lebensstil ihr lebt oder welches Mindset ihr dem ganzen Konsum und Minimalismus gegenüber habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ich verlinke euch nochmal meine ganzen Minimalismus-Playlists, beziehungsweise ich habe nur eine. Ich verlinke meine Minimalismus-Playlist mal hier. Hier findet ihr nochmal ein anderes Video und hier könnt ihr mich irgendwo abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr diesen Kanal abonniert, um noch mehr Minimalismus-Videos anzusehen. Ja, und da ich momentan jeden Tag hochlade, würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir. Genau, bis morgen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.